Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Videoblog. GWriters als Ghostwriting-Agentur bietet eine Vielzahl von Leistungen in einer breiten Palette von Fachrichtungen an. Von A wie Architektur bis hin zu Z wie Zahnmedizin reichen die Dienstleistungen. Heute geht es um den ersten Begriff, um A wie Architektur. Ein interessantes und anspruchsvolles Studium, was sich schon an einem vergleichsweise hohen NC zeigt. Denn recherchieren Sie einmal nach Architektur NC, dann werden Sie sehen, dass zwischen 1,8 und 3,2 ein Studium der Architektur möglich ist. Architektur kann sowohl im Präsenzstudium studiert werden, ein Fernstudium Architektur und auch ein duales Studium Architektur ist dabei möglich. Bekannte Universitäten sind die TU Berlin, die TU Dresden, die TH Köln und die TH Darmstadt. All diese Hochschulen bzw. Universitäten haben eine lange Tradition in der Architektur und einen exzellenten Ruf. Um hier studieren zu können, sind neben den guten Abiturnoten auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, ein physikalisches Interesse, ein technisches Interesse, ein gutes mathematisches Grundverständnis und auch ganz wichtig, die Bereitschaft und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, notwendig. Welche Aufgaben kommen nun beim Architekturstudieren auf Sie zu? Es geht darum, Bauwerke zu planen, zu entwerfen und zu gestalten. Ein Architekt ist verantwortlich für die optische, technische, wirtschaftliche und funktionale Gestaltung von Bauwerken. Kann sich auf alle Arten von Gebäuden und Bauwerken beziehen. So entwerfen Architekten zum Beispiel Brücken, Wohnhäuser oder aber auch Kunstwerke. Hier können Studenten gerade zu Beginn des Studiums schnell überfordert sein und Unterstützung benötigen. Denn nicht nur gestalterisches Geschick und Talent ist notwendig, sondern auch das mathematische und physikalische Know-how muss vorhanden sein. Unsere akademischen Ghostwriter helfen Ihnen, wenn Sie einen Grundriss zeichnen lassen möchten, wenn Sie ein Modell bauen lassen wollen, wenn Sie Hilfe benötigen bei Architekturzeichnungen, bei der Bedienung eines Architekturprogramms. Denn gerade der Architekturmodellbau oder die Architektursoftware spielen eine wichtige Rolle im Architekturstudium. Und dann schließlich auch noch die Erstellung der Architekturmappe. Letztere ist nämlich Voraussetzung für Ihr Vorankommen, für Ihr Weiterkommen im Studium, aber auch für die späteren Bewerbungen und damit für den Einstieg ins Berufsleben. Architekturstudenten müssen während ihres gesamten Studiums umfangreiche Praxiserfahrungen sammeln. Aus diesem Grund ist es üblich, dass unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen sind und zu bewältigen sind. Die dabei einzuhaltenden Zeitpläne sind eng. Parallel gilt es, Klausuren zu schreiben und sich auf weitere Prüfungen vorzubereiten. Um Ihr Arbeitspensum bewältigen zu können, lassen sich einige Studenten in der Architektur Hilfe von professionellen akademischen Ghostwritern geben. Egal ob im Bachelorstudiengang oder im Masterstudiengang. In allen Fällen können akademische Ghostwriter helfen. Das Bachelorstudium dauert üblicherweise 6 Semester, das Masterstudium 4 Semester. Von der Literaturrecherche, der Themenfindung
dem inhaltlichen Coaching bis hin zur Erstellung einer wissenschaftlichen Mustervorlage unterstützen unsere Ghostwriter bei Architekturthemen. Auch Lektorate, Korrektorate und Textüberarbeitungen kann GWriters übernehmen. Egal, ob Sie im Bachelorstudium oder im Masterstudium aktiv sind. Unsere akademischen Ghostwriter begleiten Sie, damit Sie erfolgreich ein Architekturstudium abschließen und absolvieren können und später die Berufsbezeichnung Architekt tragen dürfen. Akademische Ghostwriter helfen so durch die Erstellung hochwertiger Mustervorlagen. Sie helfen dabei, wissenschaftliche Arbeiten in jedem Abschnitt des Studiums zu erstellen und später dann im Rahmen von Dissertationen und Fachpublikationen sowie auch darüber hinaus zu konzipieren, umzusetzen und fertigzustellen. Letztlich coachen wir Sie als Studenten, damit Sie Ihr Studium in einer angemessenen Studienzeit absolvieren können und später Ihren Traumberuf nachgehen können. Apropos Beruf, welche Architekturjobs gibt es denn, um es einmal salopp zu formulieren? Wo kann denn ein Architekturstudent nach dem Studium tätig werden? Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ein Architekturstudium qualifiziert Sie für eine ganze Reihe von beruflichen Tätigkeiten und Berufszweigen. Neben der Arbeit als freiberuflicher Assistent, als Klassiker sozusagen, ist eine Tätigkeit als Bauleiter, eine Tätigkeit im Projektmanagement, in der Projektentwicklung oder auch beispielsweise im Facility Management denkbar, um nur einige Beispiele zu nennen. Stichwort Architekturgehalt. Einstiegsgehälter liegen in der Regel zwischen 2.300 und 2.500 Euro brutto pro Monat nach dem Studium. Danach, je nach Entwicklung, nach oben hin natürlich fast keine Grenzen gesetzt. Sie sehen, ein Architekturstudium lohnt sich und offeriert Ihnen durch den Erwerb vielfältiger Qualifikationen während Ihres Studiums danach breite berufliche Möglichkeiten. Scheuen Sie sich also nicht, in Ihrem Studium nach Unterstützung zu fragen, nach Unterstützung von akademischen Ghostwritern, um Ihrem Berufsziel nahe zu kommen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Klicken Sie hier, dann werden Sie vielfältige Möglichkeiten haben, in weiteren Videos sich umfangreiche Informationen über akademisches Ghostwriting anzueignen.